ich habe heute vegetarische Grillideen mit dabei, denn Grillen muss keinesfalls immer Fleisch beinhalten. Ne? Wenn du zum Beispiel Pilze mit dabei hast und die mit Grillgewürz marinierst, die schmecken wahnsinnig lecker und haben fast schon sowas Fleischiges nach dem Grillen. Außerdem haben wir ein leckeres Zucchini-Päckchen. Dafür habe ich hier Alufolie und Backpapier. Wichtig bei Alu immer Backpapier innen reinlegen, denn Alufolie sollte nicht unbedingt Berührung mit Lebensmitteln haben. Dann kommen unsere Zucchini-Würfel bzw. Viertel da auf unser Backpapier. Außerdem ein paar Cherry-Tomaten, die springen dann gleich im Grill einfach schön auf. Dazu kommt ein bisschen Olivenöl, Salz, Pfeffer und dann knüllen wir das zusammen. Du kannst da noch eine Knoblauchzehe dazugeben oder ein Basilikumblatt und jetzt machen wir unseren gegrillten Chicory. Salat vom Grill klingt komisch, schmeckt aber wahnsinnig lecker. Der Chicory wird einfach halbiert, es wird ein bisschen Pflanzenöl drüber geträufelt und dann kommt da Salz und Pfeffer mit dazu. Probier das auf jeden Fall aus. Der Salat wird auf dem Grill total nussig und wahnsinnig lecker. Für unsere Wassermelonen-Halloumi-Spieße habe ich hier eine Scheibe Wassermelone. Da entfernen wir die Schale und schneiden die in gleichmäßige Würfel. Außerdem haben wir einen Halloumi. Halloumi ist so ein griechischer Käse, den man super, super grillen kann. Auch den schneide ich in ungefähr gleich große Würfel. Und dann spießen wir das abwechselnd auf Schaschlik-Spießchen auf. Und dann geht es auch schon los auf dem Grill. Da kommen unsere Maiskolben drauf, unsere marinierten Pilze, unser Chicory und unsere Grillspieße. Und fürs Dessert haben wir noch Wassermelone vom Grill. Die schmeckt nämlich wahnsinnig lecker. Die Maiskolben werden nach dem Grill einfach mit Knoblauchbutter oder Kräuterbutter eingestrichen. Da habe ich erst kürzlich ein Rezept auf heiße Himbeeren geteilt. Das verlinke ich dir nochmal in der Infobox. Die Wassermelone serviere ich einfach mit ein bisschen Joghurt und frischer Minze. Und ich lasse mir jetzt dieses vegetarische Festmahl hier schmecken. Und das wird es bei mir im Sommer eindeutig öfter geben.